So, mein Problem ist aktuell, dass ich halt nicht herausfinden konnte im Internet, mit welchem Verlängerungskabel ich das Rode NTG-Videomic verlängern kann. Es gibt von Rode zwei Optionen auf dem Markt. Einmal den SC1 von Rode und einmal von Rode den VC1. Dann wollen wir mal ausprobieren, ob das Rode mit einem von beiden nur funktioniert oder ob das am Ende vielleicht sogar mit beiden funktionieren könnte. Als allererstes werde ich mit dem SC1 anfangen. Wenn man das Ganze mal kurz verkabeln. Das VideoMic NTG werden wir für die Zwecke hier positionieren. Habe dann einfach mal einen Fotoadapter genommen, um das Ganze auf ein klassisches Fotostativ zu montieren. So, jetzt habe ich das ganze Setup nochmal umgesteckt und warum auch immer wollte die Sony Alpha 7 III das ganze Signal nicht aufnehmen, während ich umgesteckt habe. Also, ich habe jetzt mal umgesteckt, jetzt ist der VC1 wieder dran. Und er sollte jetzt wunderbar funktionieren. Wir können das Ganze jetzt mal kurz ein bisschen einpegeln. Einpegeln, hallo, Test, sehr schön. Und schon hätten wir ein funktionsfähiges, verlängertes Rode VideoMic NTG. So, nachdem ich mir die ganzen Aufnahmen mal angesehen habe, musste ich feststellen, dass selbst mit dem Adapter das Rode SC1 nicht besonders klang, es an Störgeräusche zu vernehmen. Ich spiele euch am besten gleich mal einen Clip ein. Aber wenn wir den SC2 von TRRS auf TRS adaptieren, haben wir die Möglichkeit. Ja, wie wir abschließend feststellen können, funktioniert an sich nur der VC1, nicht der SC1. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch vielleicht weiterhelfen, bevor ihr den falschen Adapter bestellt.